Schießlers Woche. Hier spricht der Pfarrer. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum unser guter, liebenswerter und bei allen so präsenter heiliger Antonius Patron der Geschlamperten ist? Die meisten, selbst praktizierende Katholiken, wissen es nicht. Ich kann es Ihnen kurz erklären. Der heilige Antonius, der Franziskaner, ist ein gebürtiger Portugiese und er hatte den großen Wunsch, einmal im Heiligen Land zu leben und zu arbeiten. In der Regel des heiligen Franziskus steht ausdrücklich geschrieben, dass jeder Minderbruder, der diesen Wunsch leben möchte, berechtigt ist, das zu tun, wenn er physisch und psychisch gesund ist. Und so hat der heilige Antonius mehrere Versuche unternommen, ins heilige Land zu kommen, und alle Versuche sind gescheitert. Mal ist das Schiff gesunken, mal war ein großer Sturm, mal sind sie überfallen worden. Auf jeden Fall über Umwege kam er irgendwie nach Italien, kam nach Padua, und dort wurde er verehrt und dort ist er der Heilige schlechthin. Die Menschen rufen ihn als Patron des Verlorenen an, weil sie in ihm ein Vorbild sehen, dass auch wenn man Dinge verliert, das Leben nicht zu Ende ist. Dass das Sinn machen kann, dass es eine neue Bestimmung gibt. Und vielleicht doch noch irgendwie eine Umkehr. Heiliger Antonius hat in seinem neuen Leben in Padua eine neue Bestimmung gefunden. Und so haben wir es uns angewohnt, wenn wir uns irgendwie verlieren, wenn wir etwas verlieren, ein Geldbeutel, ein Schlüssel oder was, dass wir ihn gerne anrufen und um Hilfe bitten. Sozusagen, gib uns jetzt das Bewusstsein, ruhig zu bleiben, nicht durchzudrehen, und es wird eine Lösung kommen. Und wie sehr freuen wir uns, wenn wir das Gefundene wieder entdecken. So wie im Evangelium. Diese Witwe, die die verlorene Drachme wiederfindet. Genauso ist es mir in diesen Tagen ergangen. Gleich zu Beginn des Jahres. Auf einmal war er weg. Dieser dicke, fette Geldbeutel in meiner hinteren Gesäßtasche mit allen meinen Urkunden, Pässen, Karten, alles, was halt ein normaler Mensch heute so braucht. Mein erster Gedanke war sofort, ich bin vogelfrei. Ich habe nichts mehr. Aus. Mein Leben ist zu Ende. Ich habe alles versucht. Alle Wege bin ich nachgegangen, um herauszufinden, wo ich ihn verloren hätte können. Ich habe den Antonius angerufen. Ich habe mich selbst gemartert. Wie kann der da eigentlich rausfallen? Du hast ihn doch sicher eingesteckt. Und spürte immer mehr, wie mich das niederdrückt. Ich war verzweifelt. Musste noch nebenbei, durfte noch 2 Beerdigungen halten. Ich habe mich den Leuten offenbart. Ich habe gesagt, meine Gedanken sind nicht bei mir, sie sind bei meinem Geldbeutel. Aber ich versuche trotzdem, euch diesen Dienst jetzt zu erweisen. Es dauerte den ganzen Tag. Ich habe nichts gehört. Ich wurde nicht angerufen. Ich habe gefleht. Lieber Gott, bitte lass einen ehrlichen Finder meinen Geldbeutel finden. Wenn er überhaupt gefunden wird, wenn nicht, dann verrottet er irgendwo in einem Gebüsch. Ich habe bereits die ersten bürokratischen Dinge in Bewegung gesetzt, habe meinen neuen Pass beantragt, meinen Führerschein neu beantragt und überall Bescheid gegeben, Karten gesperrt, damit nicht Unberechtigte sich da an irgendeinem Geldautomaten zu Werke machen können. Irgendwann am späten Nachmittag war es soweit, ich bin ruhig geworden und ich habe mich damit abgefunden, es ist passiert. Das, was ich will, ist verloren gegangen. Aber das Leben war immer noch da. Ich war auf ganz eigenartige Weise ohne Panik. Und dann kam der Anruf einer Hausbewohnerin bei mir im Pfarrhof, wo ich denn sei, ob ich in der Nähe sei, sage ich ja, aber ich habe jetzt keinen Kopf für irgendwelche andere Anliegen, was das Haus betrifft. Nein, 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 es ist ganz was anderes. Ich kam nach Hause und sie stand bei meinem Geldbeutel da. Und ein Mann hat auf der Straße Geldscheine gefunden. Er hat diese Geldscheine zuerst für Spielgeld gehalten, dann hat er gemerkt, das sind echte Geldscheine, dann hat er einen Geldbeutel gefunden, hat alles eingeschichtet und hat den ganzen Tag versucht herauszufinden, wem dieser Geldbeutel gehört. Gut, wenn man die Karten alle genau hinschaut, wäre es vielleicht leichter gegangen, aber er wollte gar nicht rumkramen in dem Geldbeutel. Ja, das ist ja doch eine private Sache eines anderen Menschen. Er ist von Pontius zu Pilatus gegangen, er hat Leute angerufen, er hat eine Adresse im Geldbeutel gefunden und irgendwie kam er zu unserem Pfarrhof. Meine Bewohnerin hat ihm einen kleinen Obolus gegeben, der für meine Begriffe natürlich zu wenig war, und ich habe ihm auch ausfindig gemacht und gesagt, ich will ihn natürlich aufstocken. Und ich habe ihm am Telefon gesagt, Sie wissen schon, zu welcher Spezies Sie gehören. Nicht nur zu diesen berühmten ehrlichen Findern, die Verantwortung darin sehen, ich habe das Gut eines anderen und jetzt muss ich dafür Sorge tragen und schauen, dass es wieder dahin zurückkommt, wo es hingehört. Sie gehören zu den Mitarbeitern des heiligen Antonius.
weil sie mir wieder den Glauben stärken und wieder das Bewusstsein geben, dass eben das Leben nicht zu Ende ist, dass es keine Katastrophe ist, wenn mein Plan nicht funktioniert und wenn meine Wünsche nicht aufgehen, dass der liebe Gott immer noch einen Plan B für mich bereit hat. Und dafür möchte ich Ihnen Danke sagen. Ich wünsche euch in diesem Jahr, dass ihr noch ziemlich jung ist, dass auch ihr nichts verliert, um Gottes Willen, aber dass ihr die Erfahrung macht, wenn ein Plan nicht aufgeht, wenn ein Wunsch nicht in Erfüllung geht, wenn ihr vielleicht enttäuscht werdet, der liebe Gott hat immer noch einen Ausweg für euch und dass ihr erhobenen Hauptes und ruhig bleiben weitergehen könnt. Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio. Vielen Dank, dass Sie sich wieder meinen Podcast Schießlers Woche angehört haben. Den gibt's übrigens auch auf Innehalten, der Plattform rund um Glaube und Spiritualität von St. Michaelsbund. Egal ob Impulse, Buchtipps oder Gutes für Geist und Seele, auf michaelsbund.de/innehalten finden auch Sie bestimmt das Richtige. Klicken Sie doch einfach mal rein. Tun Sie sich was Gutes, Ihr Pfarrer Schießler.